Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Wochenabschluss im September und damit auch dem Monatsabschluss. Das heißt, ich rechne dann nochmal alle Einnahmen sowie Ausgaben gegenüber und schaue mir dann entsprechend die Sparquote an. Ich habe das Gefühl, es wird so langsam von Monat zu Monat besser, denn es bleibt Geld übrig in den einzelnen Kategorien. Genau, von euch wollte ich gerade sprechen. Bei der Kategorie oder beim Budget Katzen bleibt ja immer mal wieder Geld übrig. Das lasse ich auch entsprechend in der Kategorie, genauso wie bei Gesundheit oder so. Das habe ich ja dann immer angesammelt. Bei Lebensmittel und Benzin habe ich es aber diesen Monat so gemacht, dass das Geld, was übrig geblieben ist, ich mir zur Seite lege. Denn, wie gesagt, mit den Budgets bin ich ja ganz gut hingekommen und so habe ich auf jeden Fall auch nochmal einen Anreiz, dann Geld zu sparen, dadurch, dass ich das ja dann am Ende des Monats zur Seite packe. In Lebensmittel sind 5 € übrig geblieben. Wie gesagt, die nehme ich dann nicht mit rüber, sondern packe die dann gleich mit in die Challenges. Bei Gesundheit war ich ja sowieso auf 0 €. Also die 7 € habe ich ja vom Puffer bezahlt. Für die. Oh Gott, der Kater macht schon wieder Unfug. Bei Katzen ist noch 15 € übrig geblieben. Genau, und die bleiben auch in der Kategorie. Ich packe ja für den Oktober. Mein Gott, jetzt dreht er schon wieder komplett durch. Für den Oktober habe ich ja 50 € reingepackt. Macht 65 € an Budget für den Oktober. Das werde ich auch brauchen, denn ich werde wieder diesen 4-Kilo-Sack Trockenfutter, den ich ja immer einen um den anderen Monat kaufe, kaufen. Und der kostet so um die ja, 56 bzw. 60 €. Das heißt, das werde ich dann entsprechend auf den Kopf hauen, jetzt im Oktober. Drogerie 0 € nehme ich entsprechend auch nichts mit. Dann bin ich noch mal tanken gewesen für insgesamt 80 €. Das heißt, auch hier sind 45 € übrig geblieben. Und die kommen dann auch mit auf die Seite. Bei Sonstiges ist uns nichts mehr angefallen. Genau, das war's was die Ausgaben angeht. Also ähnlich mit den Ausgaben wie letzte Woche. So, dann habe ich noch insgesamt 3 Kleinigkeiten verkauft für insgesamt 21 €. 177,34. Und dann habe ich noch Dividenden bekommen, wobei es sein kann, dass da jetzt noch was eintrudelt im Nachgang. Ich korrigiere das dann, ja. Sobald ich da die Zahl weiß, dann korrigiere ich das eben nochmal. Wird nicht viel sein, sagen wir so. Aber ja, ich wollte den Monat auf jeden Fall schon mal abschließen, damit ich in den Oktober starten kann. So, das bedeutet diese Woche an Einnahmen insgesamt 30,51 €. Damit sind wir aber ja noch nicht ganz fertig, denn wir müssen ja noch insgesamt alles ausrechnen. Und zwar habe ich insgesamt an Dividenden bekommen, bis jetzt. Wie gesagt, es kann sein, dass ich das nochmal ein bisschen anpasse. Bei den Zinsen sind insgesamt 19,96 € zusammengekommen. Das sind alles an Zinsen, also sowohl Trade Republic als auch Bondora etc. Also alles, wo Zinsen dran steht, das packe ich in diese Kategorie. Auch bei dem Cashback habe ich noch mal ein bisschen was aus, also an Punkten sammeln können. Das ist nicht die Welt, aber immerhin 4,17 € und übers Jahr verteilt kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen. Bei Sonstiges oder in Sonstiges ist unter anderem auch Pfand mit drin. Das hat bei mir jetzt keinen nochmal extra Punkt oder so. Und verkaufen sind diesen Monat 51 € zusammengekommen. Richtig cool. So, das heißt, ich habe hier insgesamt, Moment, 2514, 36,85, 4,17 €, 99 und 51. 2724,98 und das schreibe ich auch hier unten nochmal hin. 2498 minus die Fixkosten von 897 €. 897 minus die Variablen. Das sind insgesamt 747. So, minus 747 bleiben übrig. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Also ich meine, dadurch, dass das auf so viele Töpfe verteilt ist, kann ich das so schlecht immer greifen, dass so viel Geld am Ende des Monats dann doch übrig geblieben ist, weil ich habe ja immer nur die einzelnen Kategorien vor Augen. Und dann ist es gut, wenn man das dann noch mal am Ende des Monats sieht, wie viel übrig geblieben ist. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt so langsam wieder in die Gänge kommt. Also ungefähr 39, wir runden das Ganze 6-7% an Sparquote. Also 30% ist auf jeden Fall mein Ziel. Und 39 bzw. fast 40 ist natürlich noch besser. Aber ich weiß natürlich auch, dass nicht jeder Monat so laufen wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist dadurch, dass das auf so viele Töpfe verteilt ist, ist einem das gar nicht so bewusst, was man alles gespart hat. Wahnsinn. Verrückt. Okay, aber wie gesagt, dadurch, dass ja jetzt auch in den Kategorien ein bisschen Geld immer übrig bleibt, werde ich das auch jetzt verteilen auf die einzelnen Töpfe. Und zwar, Moment. Moment. Wenn, dann machen wir es ja richtig. Kleingeld. Muss ich erstmal ein bisschen. Bisschen sortieren. Dann können wir auch. Kann ein bisschen aufrücken, da brauchen wir nicht ganz so viel Platz. So, okay. Dann fangen wir an mit dem Kleingeld. Da habe ich schon mal geleant, damit das eben alles passt. Habe ich dann vorher schon mal rumgerechnet, wie ich das ja die letzten Male auch gemacht habe. Und ich kann zwei Felder ausmalen. Und zwar ist das diesmal die 1,57 Euro und die 1,63 Euro. Das kommt in mein Glas. Dann widmen wir uns den anderen Challenges. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich die Four Seasons beende und zwar 20 Euro reinpacke. Heute ist der 30. Also plus 20 Euro macht 100 Euro. Das heißt, damit ist die fertig. 15, 15, 20. Auch wenn man die Kreuzchen, glaube ich, nicht ganz so gut überall erkennen kann. Das ist der Nachteil bei den Fiction. Und diese 100 Euro wandern in meine Urlaubskasse. Mal grad gucken. Nee. Was packen wir denn da rein? Ach, wir packen direkt den 20er da rein. In meine Urlaubskasse. Und zwar plane ich ja, es ist noch nichts gebucht, noch nichts organisiert, gar nichts, aber es ist geplant, dass ich Anfang Mitte Februar nach Thailand fliege. Und die 100 Euro kann ich sehr, sehr gut für meine Urlaubskasse gebrauchen. Das bedeutet, die Hello Summer passt ja jetzt auch ganz gut. Weicht jetzt der Hello Fall Challenge. Das heißt, passend zum Herbst auch die neue Challenge dazu. Und die 100 Euro, wie gesagt, parke ich jetzt mal auf der Seite für dann den Urlaub. Dann habe ich für die New Phone mir überlegt, auch hier kommt nochmal Geld rein. Da ist ja doch eine etwas andere Summe, die ich da brauche. Deswegen ja, will ich das jetzt mal ein bisschen vorantreiben. Und immer mal wieder fleißig. Hier ein Zehner, da ein Zehner, das läppert sich. So. Nächstes Feld. Die PlayStation Challenge bekommt diese Woche allerdings nichts. Und ich packe nochmal 5 Euro in meinen Spendentopf. So. Da sammle ich ja jetzt eine etwas größere Summe und dann schaue ich mal, wie viel am Ende des Jahres zusammenkommt, ob ich die gesamte Summe an eine Organisation spende oder ob ich das nochmal splitte und dann an beispielsweise zwei oder drei Organisationen spende. Und ich sehe gerade, ich habe eine Kategorie übersprungen und zwar Depot. Ich wollte von den Einnahmen, dadurch, dass ich ja jetzt
im Oktober nicht nochmal generell Geld ins Depot überwiesen habe, auf jeden Fall von den Zusatzeinnahmen regelmäßig was zur Seite packen. Ja, ich investiere weiterhin. Ich habe noch, ich sage jetzt mal, Guthaben auf meinem Verrechnungskonto, aber es kommt kein von meinem Gehalt so gesehen nicht nochmal irgendwie Geld aufs Verrechnungskonto. Und deswegen muss hier auf jeden Fall durch die Zusatzeinnahmen nochmal ein bisschen was rein. Jetzt habe ich noch 15 Euro übrig und die packe ich, weil da ist ja jetzt auch nicht mehr ewig lang hin, das Ganze in meine Christmas Savings, wovon ich dann für Weihnachten entsprechend Weihnachtsgeschenke kaufe. Und ich habe mal mein Mäppchen hier vorgekramt. Das heißt, ich packe hier jetzt nochmal, uiuiui, neongrün, ja, das sticht ja raus, aber ich wollte es ja bunt. So, dann packe ich nämlich die restlichen 15 Euro noch hier rein. Perfekt. Und dann sind die Zusatzeinnahmen und das Geld, was übrig geblieben ist, von manchen Kategorien, wie gesagt, nicht von allen Kategorien, entsprechend verstafft und gesichert vor irgendwelchen möglichen Shoppinganfällen. Also langsam bin ich da, glaube ich, wieder ein bisschen gefährdeter als noch in den letzten Monaten. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich da nicht mal ein bisschen eskaliere. Okay, das war mein September. Ach, sehr gut. Wie gesagt, bin sehr erleichtert, dass ich da das Minus von den letzten Monaten da mal ein bisschen ausgleichen kann. Also sprich, noch mal ein bisschen mehr Geld zur Seite legen kann. Auch wenn ich im Moment ja nur in Anführungsstrichen 250 bzw. 300 Euro in mein Depot überweise. Vor meinem Umzug, gut, da haben wir ja auch zu zweit gewohnt, aber vor meinem Umzug waren das 600 oder sogar 650 Euro. Das geht im Moment einfach nicht und deswegen bin ich froh, dass ich eben wieder, wie gesagt, 250 Euro investieren kann. Abgesehen von, ich habe die letzten Jahre jetzt so wirklich zurückgesteckt, dass ich nächstes Jahr dann auch das ein oder andere wirklich mal unternehmen möchte, sei es Tauchen, sei es Urlaub, sei es beides, also Taucherurlaub. Und deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so streng mit mir und setze dann halt auch schon mal den ein oder anderen Monat aus und überweise dann halt nicht 250 Euro beispielsweise ins Depot, sondern pack mir das dann in meinen Urlaubstopf. Ist kein Dauerzustand, um Gottes Willen. Ich will hier nicht zum schlechten Vorbild mutieren, dass ich alles für Konsum raushaue. Nein, 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 um Gottes Willen. Aber gerade diejenigen unter euch, die mich ja schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ja, dass ich in den letzten wirklich Jahren, nicht nur Wochen und Monaten, sondern wirklich Jahren des Studiums recht sparsam unterwegs gewesen bin. Und deswegen, ja, sieht das jetzt dann bei mir doch etwas lockerer. Okay, gut. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten, ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.